Ja, ich zeige euch dann noch eine Aufnahme, die ich gestern Abend gemacht habe, aus Anlass des neuen Jahres. Das hatte ich auch schon mal angekündigt, auf dem Hauptplatz von Bischkek, dem Alatu. Der ist eben wegen des Neujahrsfestes festlich geschmückt. Und da habe ich gestern Abend mal ganz kurz beim Spaziergang gefilmt. So, hier der festlich geschmückte Alatu-Platz zu Neujahr. Weihnachten wird hier ja nicht gefeiert. Ja, erstmal alles Gute zum neuen Jahr 2018. Falls euch dieses Video nachträglich erst erreichen sollte, nachträglich alles Gute. Ja, jetzt stehe ich vor dem Bahnhof Bischkek 2. Hatte ich ja schon angekündigt, dass ich da mal hingehe. Ich war gestern schon mal da und wollte auch die Gleisanlagen von einer Fußgängerbrücke hier nebenan gleich filmen. Da hat mich dann aber leider die Miliz runtergeholt und gesagt, das wäre verboten. Die Herren von der Miliz, die waren äußerst freundlich, haben gesagt, innen drin im Bahnhof könnte ich ohne weiteres filmen, aber eben außen und die Gleisanlagen, das wäre verboten. Und gut, das muss man auch akzeptieren. So sind halt hier die Gesetze. Ja, das Bahnhofsgebäude, dazu ist zu sagen, ein typischer Bau aus der Stalinzeit. Mit der Haupthalle eben und den sich dann jeweils verjüngen zu beiden Seiten, zweistöckig und bis einstöckig. Das Licht ist heute nicht ideal, weil es kommt nämlich jetzt genau vom Süden oder fast vom Süden. Von daher, schöne Aufnahme vom Gebäude, kann ich was gar nicht machen. Der Bahnhof Bischkek 2 bildet den Abschluss des Erkendick Boulevards. Ja, das ist eine in Nord-Süd-Richtung angelegte Prachtstraße, parkähnlich, beste Wohnadresse in der Stadt. Ja, und vor dem Bahnhofsgebäude, zum Bahnhofsgebäude blickend, sieht man dann aber noch hier das Reiterdenkmal des Generals Michail Frunse. Dieser hat, glaube ich, soweit ich das weiß, Anfang der 20er Jahre mit den Truppen der Bolschewiki die Stadt eingenommen oder besetzt. Die Stadt hieß nach dessen Tod, das war meiner Meinung nach auch Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, dann Frunse. Bis eben, also Frunse war dann die Hauptstadt der kirgisischen SSR, bis eben zur Unabhängigkeit 1991, wo die Stadt dann nicht in Pischpek, wie sie vor Frunse hieß, sondern in Bischkek umbenannt wurde. Die heutige Hauptstadt der Kirgisischen Republik. Ja, hier gucken wir jetzt in die östliche Bahnhofsausfahrt Richtung Issyk-Kul. Die Strecke zum Issyk-Kul wird aber allerdings nur im Sommer bedient. An diese Gleisanlagen hier schließen sich nach Osten dann nur ein paar also Zubringergleise für frühere Industriebetriebe an und ansonsten ein großer Verschiebebahnhof noch. Thank you.
In der Haupthalle des Bahnhofs befindet sich dieses wunderschöne, toll restaurierte Deckengemälde mit dem Wappen der kirgisischen SSR. Auf der östlichen Seite befinden sich dann die Fahrkartenschalter und auf der anderen Seite ein Büro der kirgisischen Post. Der Bahnhof wurde in der zweiten Hälfte der 30er Jahre errichtet, angeblich mit Hilfe japanischer Kriegsgefangener. Wobei ich jetzt nicht weiß, aus welchem Krieg diese Kriegsgefangenen sein sollen. Auch hervorragende schöne Deckengemälde. Wunderschön. Toll restauriert. Das ist jetzt der Wartesaal in der westlichen Richtung gesehen. Auch wieder mit wunderbar restaurierten Deckengemälden. Ja, und um den Bezug zu unserem Thema nicht ganz zu verlieren, noch zwei kleine Fahrvideos, die ich letztes Jahr aufgenommen habe. Das Geräusch der V200 von Minitrix, der V200.0, da gab es ja auch viel Kritik im Internet auch. Also ich kann es nicht beurteilen, ich kann mich aus meiner Kindheit und Jugend nicht mehr daran erinnern. Ja, hier hat leider der Fleischmann-Entkuppler diesmal nicht funktioniert, sodass ich das per Hand da auseinanderfriemeln musste. Jetzt kommt meine zweite 18.6. Das ist die Version mit dem kürzeren Tender und ohne Sound von Minitrix. Ja, mein VT11.5 ist aus der Reparatur zurück. Also der bekannte Rocco-Triebwagen. Meiner ist allerdings dann schon von Fleischmann. In der Epoche 3 Ausführung, würde ich mal sagen, als TEE. Der war mal entgleist und dann hatten sich die Kardangelenke ausgerenkt. Ich habe das dann versucht zu reparieren im Triebkopf und das misslang, weil dann ging gar nichts mehr. Und der war jetzt zur Reparatur in Deutschland. Zunächst ging gar nichts, als ich ihn zurückbekam. Die hatten mir aber dann versichert, der Triebwagen funktioniert einwandfrei. Habe ihn dann wieder zurückbekommen hier nach Bischkek und er lief wieder nicht. Hatte wohl irgendwie, weil ich mit 14 Volt Spannung fahre, vielleicht was mit der zu geringen Spannung zu tun. Mein Endfahrzeuge fahren gewöhnlich mit 14 Volt, aber als ich die Spannung ein bisschen höher einstellte, da setzte er sich dann schließlich in Bewegung und jetzt fährt er auch mit 14 Volt plötzlich einwandfrei. Ich kann es mir nicht erklären. Die Werkstatt in Deutschland konnte es sich auch nicht erklären, die Armen. Auf jeden Fall hat der Zug jetzt zweimal Reparatur in Deutschland, also zweimal habe ich ihn hingeschickt, insgesamt 6.000 mal 4, also 24.000 Kilometer zurückgelegt auf dem Luftweg. Und jetzt möchte ich ihn gerne mal testen. Erstmal schalten wir mal schön das Geräusch ein. Herrlich, 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 herrlich.
Herrlich, herrlich. Ja, in meiner Kindheit und Jugend habe ich diesen Triebwagen ja oft genug gesehen, in München und Hamburg. Ein absolutes Muss. Falls es irgendwann nochmal rauskommt vom Fleischmann, würde ich mir auch die Intercity-Ausführung kaufen. Ich liebe diesen Triebwagen. In der Ausführung des TEs Rhein-Ruhr. Fantastisch. Und mal gucken, dass ob er eine Runde unfallfrei schafft. Bringt einfach Spaß und macht Laune. Im Vordergrund steht bereit die 015 der Deutschen Reichsbahn Ost in meiner Lieblingsausführung mit Boxsporträdern. Es ist ein Minitrix-Modell, das vor, ich schätze mal, 8-9 Jahren rausgekommen ist. Die hat natürlich keinen Sound, ist aber egal. Und hinten dran standesgemäß ein Schnellzug der DR Ost, gebildet aus den Modernisierungswagen von Arnold. Diese sind sehr schön gemacht, finde ich. Tolle Details. Allerdings nicht ganz stimmig in der Fensterhöhe. Also die Fenster sind ein bisschen zu groß geraten. Ist im Forum genügend diskutiert worden und wenn man sich die Bilder anguckt, ist es eindeutig. Trotzdem gefallen mir die Wagen sehr gut, vor allem diese hier mit Schürze. Und dann würde ich sagen, lassen wir die 015 auch mal ihre Runden drehen. Ja, das war's kurz. Entschlossen habe ich noch ein Video gemacht, jetzt hier 2017 am letzten Tag. Falls euch dieses Video heute noch erreicht, guten Rutsch. Falls es erst im neuen Jahr ist, nochmals die besten Wünsche. Gesundheit und Glück und viel Freude weiterhin an unserem Eisenbahnhobby. Falls sich jetzt noch jemand fragt, wer die Dame hier im Hintergrund ist, das ist eine gewisse Surakan Kainazarova. Und warum sie ein Denkmal hat, steht auch drauf. Sie ist nämlich eine Heldin der Arbeit. Also vermutlich in der Sowjetzeit dieses Denkmal noch errichtet. Also, damit lasse ich es bewenden. Alles Gute. Tschüss.